wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Und willkommen bei Max Speed Shop. So, ich bin wieder mit meinem K30 unterwegs. Aber hier. Mein Scheibenwischer will man wieder nicht. Ach ja. Irgendwo sind ja immer die Gurken drin versteckt in solchen Autos, ne? Ist ja auch schon ein bisschen länger so. Also jetzt so. Ja, seit dem Tag mit der Anhängerkupplung tatsächlich. Wie so ein Fluch. Hab gerade schon mal Fehlersuche gemacht, ein bisschen geguckt. Unten bei dem hier Sicherungen, und da ist eine Sicherung geflogen. Also gehe ich mal davon aus, dass der Saft drauf ist. Also entweder ist der Motor kaputt oder wir haben irgendwie ein Saftproblem. Meistens ist es immer ein Saftproblem. Das haben wir schon mal gehabt. Kontaktfehler, sauber gesprüht, zusammengebaut, lief wieder. Gucken wir gleich mal nach, würde ich sagen. Und jetzt fahren wir erstmal nach Friedeburg, weil ich habe noch hier eben den Wagen gewaschen. Der sieht mir ein bisschen scheiße aus. Hat die ganzen Touren letzte Zeit. Und naja, das kriegen wir auch wieder hin. Ja, heute ist ein bisschen der Tag, wo ich mich so ein bisschen um den Hinterkram kümmere. Gordon macht heute gerade ein Polo fertig für mich. Und naja, ich komme mich heute halt ein bisschen um den K30 und hier in den Shop und ein bisschen Buchhaltungsscheiße. Und dann geht es an den Chevy-Van. Ich würde nämlich ganz gerne wissen, ob der Motor dreht überhaupt. Was überhaupt mal von der Batterie anklemmt und sowas. Dieses übliche Troubleshooting-Ding für eine Karre, über die man nie nichts weiß, weißt du? Das machen wir heute. Das ist heute unser Plan. Ich will mal hoffen, ihr seid dabei. Ich würde mich ganz gerne mit meinem eigenen Projekt ein bisschen weiter bewegen. Und dieser Van geht mir halt auf den Sack, wenn er nicht fährt. Weißt ja, wenn das Ding nur doof rumsteht, kann man es so schieben, das ist das Mist. Wenn es fährt, kann man es jedes Mal reinfahren, wenn man daran arbeitet. So, würde ich sagen, arbeiten wir mal daran, weil den habe ich eigentlich relativ zeitnah wieder auf der Straße geplant, den Van. Auch wenn das tollkühn klingt, der Plan steht. Und ihr wisst, das ist wie mit dem Robur. Wenn ich mir Sachen in den Kopf setze, dann will ich die auch gerne durchziehen. Mal schauen. So, Elektro-Klaus, ein bisschen spielen hier, vielleicht ist das schon schnell erledigt. Eine Sicherung ist auf jeden Fall heiß geworden, die tausche ich jetzt gerade mal ein bisschen aus. Ich habe bisher noch keinen Fehler gefunden, der eventuell meinen Scheibenwischer töten kann. Wenn ich nicht weiß, welche Sicherung vom Scheibenwischer ist, das ist echt ein Problem. Ich habe gerade definitive Sicherung fliegen gehört, wo ich da am Tüdeln war. Die ist kaputt. 15 Ampere ist kaputt, habe ich eine. Gucken wir mal. Ist er gleich schon wieder heile. Wäre schön. Aber der Scheibenwischer hat so eine Gurken. Das ist immer wieder so eine wiederkehrende Baustelle. Die kommt immer, ich sag mal so, jedes Dreivierteljahr geht der Scheibenwischer auch in K30 nicht. Dann fummelst du ein bisschen dran rum und dann geht das wieder. Vorteil ist bisher, was würde ich nur ein bisschen dran rumfummeln und dann ging's. Ich würde sagen, wir tauschen die 15er mal gegen der 20er aus. Die ist ein bisschen robuster. Und ich müsste noch eine Toleranz sein, weil ich gehe mal davon aus, der hat nirgendwo noch eine originale Sicherung drin. Die eigentlich haben müssen, weil der ganze Kabelbaum bei dem Auto gar nicht mehr so ist, wie der original war. Der war ja schon mal, der war ja schon mal halb ausgebrannt, der Bock. Irgendwo in Afghanistan oder wo er früher lief. So, tauschen wir die mal aus und gucken wir mal die Sicherung weiter durch. Und dann müssen wir eigentlich wieder gehen. Und dann gehen wir vorne in den Shop, haben wir erstmal Pakete fertig, weil wie gesagt, ich bin ein bisschen abtrünnig. Wollte ich gestern schon machen, aber. Seht ihr, mein Terror ist hier. Wenn es ein bisschen länger dauert, ich meine das nicht böse. Das ist halt wirklich nur, weil ich immer ein bisschen Scheiße im Ohren habe. Aber ihr könnt euch drei verlassen, euer Scheiß kommt an. Ja, hier kleine Gurkenwerbung, gurkenshop.com, der Shop, wo alles unpünktlich ankommt. Der Beste. Hä? Der geht ja gar nicht ab hier, der Kollege. Junge, der war ein Scheißkontakt. Der hatte aber echt einen Scheißkontakt, dieser hier. Das ist ja echt krass. Hä? Ganze Sicherung ist voll verkokt hier bei dem Teil. Guck mal. Was ist der denn geworden? Die ist von der Heile, aber die ist irgendwie voll gegurkt. Tauschen wir auch mal aus. Scheiß was drauf. Alter, was haben wir da gekehrt? Sortiment, gleich müssen wir mal Auto nehmen. Wäre viel schlauer. Übliche Getüdel. Jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich wieder für ein Dreivierteljahr ungefähr einen Scheibenwischer. Und dann wahrscheinlich darf ich wieder irgendwelche Sicherungen putzen oder irgendwelche Kabel putzen, keine Ahnung. Aber egal, das ist schon gut. Ich finde mal ganz cool. Dann kann ich die Haube wieder zumachen. Erledigt. Den? Ja geil, perfekt. Da läuft das ja eben bei uns heute ein bisschen. Mal gucken, das will ich gleich mal eben schauen. Ich habe noch 5 Dinger, die offen, die ich noch fertig machen will. Die können wir ins Auto reinschmeißen und können nachher zu Score. Ja, und ich will halt unbedingt in diesem Van bei. Unbedingt. Ich will da unbedingt mal Strom drauf machen und gucken, ob er brennt. Wenn ich da Strom drauf mache.
Das nervt. Jeden Tag denke ich darüber nach. Was passiert, wenn ich an der Batterie anklemme? Die Muffe ist uns weg. Scheiße. Habe ich doch gesagt, Vereins 1 ist hier nicht lange drin. So, Freunde. Darf ich vorstellen? Eure Pakete. Ne? Viel Spaß damit. So. Und jetzt kommen wir nicht mal unseren normalen Content weiter tüdeln. Wir haben jetzt kurz vor 11 irgendwas. Und hier. Ja, jetzt können wir mal dem Van beigehen. Wir können mal die Motorabdeckung abnehmen und mal gucken, was da Phase ist. Weil das Auto habe ich mir jetzt gekauft und ich würde den ganz gerne am Laufen haben. Habe ich ja erzählt. Weil ein Auto, was nicht fährt, ist sein Geld nicht wert. Und das ist technisch der Bruder von dem hier. Und der hier ist ja echt zuverlässig. Der hat sich ja echt bewährt, der Wagen. Kannst sagen, was der will, auch mit dem Motor und sowas. An der Kupplung ist halt, wie gesagt, passiert halt. Aber sonst ist ein Auto, das fährt schon 20.000 Kilometer fehlerfrei mit durch die Gegend, außer dass er mal einen Keilriemen frisst. Also super Karre, super Motor, sehr einfach. Und wir gucken mal, wie der so in dem Van verbaut ist. Und was der Van wohl tut, wo wir eine Batterie anschließen und wo der Anlasser sitzt. Für euch meine Beweggründe, warum wir diesen Van geholt haben, okay? Ich suche ja eigentlich so eine Alterskiste, so eine eierlegende Wollmilchsau, wo ich meine Familie mit transportieren kann, womit ich eigenermaßen wie viel wieder die Gegend fahren kann und einen Anhänger ziehen kann. Das kann der alles, wenn er heile wäre. Ne, wenn er heile wäre. Ne? Und das ist so in meiner Gurkenwelt das adäquate, vernünftige Auto. Warum? Folgendermaßen erklärt. Okay, dieser K30 hat den gleichen Motor. 6,2 Liter V8 Diesel. LKW-Zulassung kostet irgendwie 200 Euro Steuern und braucht im Schnitt 12 Liter. Ist nicht sehr schnell, weil ne, hat nur eine Dreigang-Automatik. Also man kann aber mitfahren. Er läuft immer, wenn man ihn braucht, ist er da. Und er kann sehr viel ziehen. Ne? Ich habe so eine Stelle im Mund, ich kann ganz schlecht reden heute. Wie so ein Idiot heute, weiß ich auch nicht. Egal. Fakt ist, die Karre hat sich echt bewährt. Die ist echt abgefuckt. Ich werde noch 20 Jahre fahren. Ne? Das Auto wird mich nicht in den Stich lassen. Glaube ich nicht. Naja, pass auf. Jetzt kommt die Weiterentwicklung. Das neue Ding. Ne, das wäre für die Familie, weil es ist nämlich nur ein Dreisitzer. Weil er hat ja keine Doppelkabine. Da kann ich ja nur, sag mal, Tine, Hanna, ich. Aber Jodi kann ja nirgendwo ins Auto rein, meine kleinste Tochter. Das heißt, wohin mit den ganzen Leuten? Ein Sitz fehlt uns. Das heißt, das Ding hier, auch wenn das ziemlich witzig aussieht, ist ein Fünfsitzer. Da kann man so ein bisschen mehr rausholen, denke ich. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier seht ihr, Fahrer-Beifahrersitz, hinten eine Doppelbank oder ein Viersitzer. Scheißegal. Auf jeden Fall sind das genug Sitze, wie ich brauche. Wir brauchen nicht darüber reden, das Ding ist richtig ekelig. Ne? Also eine richtige Gurke. Aber in meiner Welt ist das ein gutes Auto. Okay? Ich weiß auch nicht, ob ich manchmal zu viel saufe. Vielleicht sollte ich mit dem Saufen anfangen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so in meiner Welt so, das, wo ich mir vorstellen würde, das ist so mein T4-Bus, den man so gebrauchen könnte für alles. Ja, dieses Fahrzeug hier steht ja seit 8 Jahren, hat ein 6,2 Liter V8 drin und ein TH700 R4 Getriebe. Sagt euch nicht viel, ich weiß. Ist auch nicht so schlimm. So ein Getriebe, das ist ein zweites Verbräuch. Guck mal, noch hier drin. Oh, das ist nicht, anderes nicht kaputt. Das ist ein Ersatzgetriebe. Und dieses TH700 R4 Getriebe ist ein Getriebe mit Overdrive. Aber das ist eine Funktion, dass die Drehzahl eine Art Spritspargang. Das heißt, dieses Auto hier hat diesen relativ sparsamen Diesel und hat noch einen Spargang. Das heißt, ich schätze, wenn der jetzt ohne Allrad und all diesen fetten Rollwiderstand von dem K30 läuft, schätze ich, dass der auch so 10 oder 11 Liter braucht, wenn es geht 12, also gerade so noch im wirtschaftlichen Bereich für einen Diesel. Das braucht der hier, erwiesenerweise von Michi, braucht auch 9 Liter. Also ohne Sprit, wenn du normal fährst, 9 Liter. Wenn du sparsam fährst, 8 Liter. Und wenn du mit Anhänger fährst, ist er bis zwischen 12 und 13, der L200. Also rein theoretisch. Kommt er selber raus. Nur die Karre ist halt ein bisschen gurkiger. Aber auch ein bisschen cooler. Ne? Naja, ihr habt ja gesehen im letzten Video zu dem Ding, wir haben schon so ein bisschen daran rumgeguckt, rumgefummelt, aber so richtig warm ist auch keiner mit geworden. Seht ihr? RN Overdrive Drive erster, zweiter. Und halt Park. Aktuell steht er auf N. Das Ding ist richtig ekelig von innen, okay? Aber ich will dieses Auto tatsächlich auch herrichten. Aber natürlich nach Gurkenmaßstäben. Ich habe jetzt keinen Bock, da jetzt eine Restauration rauszumachen. Ich möchte erstmal, dass er fährt. Auf den will ich ihn lackieren. Und das will ich mal ein bisschen machen. Weil die Türen sind ziemlich durch. Alles, was so tragend ist, sieht ganz okay aus. Geil sind auch diese Seitendinger, die aus irgendwelchen Gerüstpolen gebaut wurden. Aber sind schwer stabil. Irgendwie mittlerweile finde ich die gar nicht mal so schlecht. Wenn ich dann mit TÜV kriege, bleiben die dran. Finde ich irgendwie wild.
Ja, sonst hier, siehst du, Diesel 6,2 Liter, GMC. Chevy G20. Problem ist nur, wenn ihr jetzt am Motor beigeht, ihr seht, hier ist schon mal gar nichts. Hier seht ihr nicht viel. Öl ist schon mal drauf, haben wir geguckt. Hä? Halt so. Ja, das Ding steht halt ewig. Ist der Kühler noch Wasser drauf? Das ist übrigens alles die gleiche Scheiße wie ein K30. Das macht ihn auch nicht ganz sympathisch, weil das ein guter Motor ist. Also kühlwassermäßig sehe ich nichts. Das ist schon mal schlecht. Aber wir belassen es erstmal, weil wir sehen es nichts. Wir wissen erstmal, ob der Motor allgemein überhaupt dreht von dem Teil. Wie gesagt, der steht 8 Jahre lang in so einem Carport stand der drin. Und ich möchte ihn ganz gerne zum Laufen bringen. Gute ist, egal wie ich es gemacht habe, ich habe nicht viel Geld bezahlt für das Auto. Das heißt, wenn ich ihn verkaufen würde, würde ich trotzdem noch Plus machen. Also habe ich jetzt keine Sorge, dass es mich irgendwie da umhaut, das Teil. Aber es ist auch ein Projekt, worauf ich Bock hätte, persönlich so, ne? Ihr seht hier schon die Captain Chairs, die drehbaren Sitze. Die sind, glaube ich, nur verschraubt. Wie geht das hier? Ach, die sind gesteckt. Geil. Wie einfach haben die das denn gemacht? Warte mal, lass die mal runterstecken, weil ich für den Motor mal eben freilegen. Weil ich gar nicht weiß, wo der Dingsen ist. Ich gehe auch davon aus, dass wir auch kein Diesel gekriegt haben. Aber der Motor wird ein Problem haben. Aber wenn wir den zum Laufen kriegen, haben wir die heile Miete und dann habe ich ein Auto, was ich anfange hier. Also zerlege, Innenraum auseinandernehme, wenigstens den Dachhimmel erstmal raus und sowas. Dass der nicht mehr ganz so ekelig ist. So, wir holen das mal bei den Fahrradsitz hier raus. Wenn er so aushebbar ist, dann soll er mal ruhig mitkommen. Oh, ist das geil. Beifahrersitz ist mein Freund, Alter. Praktisch. Geil, Alter. Ein Captain Chair. Das ist cool. So Drehsitze. Das ist ja so richtig wie bei so einem coolen Bus. Rüsten viele beim T4 und sowas nach, habe ich gehört. Ja, weiß ich sogar tatsächlich, solche Sachen. Und die machen so Wohnmobile eigentlich ganz cool. Das hatten die schon in der 80er. Hieß überall erst von mit Rattenscheiße, Alter. Ich glaube, ich bin der Einzige, der Potenzial in der Gurke hier sieht. Viele denken auch, ich habe einen Schuss, glaube ich. Da ist er ja. Der Motor. Der V8. Ich muss hier nur ganz frei buddeln. Ich buddel ihn mal eben ganz raus. Alter, wie geil, Mann. Die haben den Motor hier einfach so reingewürgt. Das Ding ist tatsächlich echt der Luftansaugung da. Das ist auch schon ab. Hier sieht man schon mal, hier haben sie schon mal hier den Deckel abgemacht. Also gehe ich mal davon aus, der hat nicht gelaufen beim letzten Mal. Er wollte nicht mehr. Und das Anlass auch nicht mehr, wurde mir erzählt. Die Frage ist jetzt, ob es wirklich so ist. Ich sehe schon mal, hier kommen wir mal. Da sind die Injektoren oder die Einschussventile. Injektoren sind es ja nicht in dem Fall. Noch nicht. Da sind Nüsse drauf. Das ist schon mal sehr witzig. Hier ist das TH700R-Getriebe. Guck mal, in dieser großen Glocke. Das sieht aber alles gar nicht mal so ungesund aus. Der ist sogar eigenermaßen trocken für den V8. Das waren die letzten Gurken. Eine Schnecke, Alter. Da ist eine Schnecke auf dem Motor. Ob das Sinn ergibt? Ob das zuverlässig ist? Was meint ihr? Also ich glaube, ich lebe hier gerade in so einem Luftschloss. Was ist das? Das ist eine Messerhalterung. Wir müssen den Leerräumen den Wagen. Wir müssen den ganzen Scheiß erstmal rausholen. Auf jeden Fall die beiden, wo ich den Wagen her habe, die sind echt cool drauf. Der hier gehört erstmal hier ran. Aber das wird nichts ändern. Ich schätze mal, das ist der Filter hier. Das sind Patronen, die kann man tauschen. Die hat mein K30 auch. Das ist jetzt der Schuss auch schon dicht, weil der soll keinen Diesel kriegen. Aber erstmal will ich gerne meine Batterie anklemmen und gucken, ob er überhaupt dreht. Das Problem ist jetzt aber, mal so ganz, ganz doof unter uns Gurken gefragt. Wo ist die Batterie? Meint ihr, ich weiß das? Natürlich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Chevy-Van gehabt oder einen G20 oder mich damit beschäftigt. Außer, dass ich mir mal so einen von innen angeguckt habe, so ein Treffen und gesagt habe, Alter, eigentlich ist das ganz wild. Oh. So. Das ist der neue hier Heiler für die Halle. Und am Fahrersitz vielleicht? Das wäre so ein Platz, wo ich eine Batterie hinsetzen würde. Wir sind bei so einer Urne. Gucken wir mal. Ey, das sind auch Captain Chairs. Komm, den kann man auch drehen. Der ist auch drehbar, der Fahrersitz. Das ist ja wild. Aber ich glaube, hier ist keine Batteriehalterung. Doch. Was ist das hier? Nee, das ist keine Batterie. Liegen noch viele Teile von der Karre rum. Aber eine Batterie haben wir schon mal nicht. Vorne hatten wir ja auch keine Batterie. Ob die vielleicht im Boden eingelassen haben, unterm Teppich oder so. Warte, Tempomat hat er auch. Tempomat, hier ist Scheibenwischanlage. Man kommt relativ gut an alles ran. Das hier hat der K30 auch den gleichen Deckel. Also egal, was wir tun. Eigentlich können wir nur gewinnen. Wenn es fährt, haben wir erst recht gewonnen. Ne, und wenn nicht, dann haben wir auf jeden Fall... Also mein Geld kriege ich auf jeden Fall wieder. Ich brauche jetzt keine Sorgen um mich machen. Das ist okay.
Weil die beiden Jungs sind echt fair zu mir. Und die fühlen das, Video, gucken das Video gerade genau wie ihr und sagen, ah geil, wenn der Wärm wieder laufen würde. Ne? Ich würde es auch fühlen. Guck mal, den Beifahrersitz raus. Wir müssen ein bisschen Platz schaffen in der Karre. Wir müssen erstmal gucken, wo die Batterie ist und immer dran drehen. Bevor ich da jetzt Arbeit reinstecke, will ich ja immer wissen, ob da überhaupt Leben in der Bude noch ist. Bin gespannt. Und ich glaube nicht, weil der Anlasser wahrscheinlich kaputt sein wird, wahrscheinlich gar nichts gehen, schätze ich. Weil sonst wird ja kein Anlasser da liegen. Aber das ist nagelneu. Wenn man Geld in nagelneuen Anlasser reinstellt, steckt, ist der Wagen nicht kaputt. So sehe ich das. Wo? Da unten noch? Das könnte eine Batterie sein, ja? Hast du auch hier Masse oder was? Ist ein Kabel, ja. Hä? Aber was soll das sein für Scheiß? Ja, müsste, ne? Warte mal, muss ja irgendwo ein Pol auch ankommen. Muss doch ein Pol irgendwo haben dann. Oder ist die Batterie da unten? Nee, das kann nicht. Die da unten? Nee, die sitzt da drin. Das ist doch ein Batteriehalter. Guck mal, wie viereckig das ist. Das ist eine Batterie, aber das ist doch nur so ein Fahrradbatteriekasten. Ah, da ist eine Plusleitung, das stimmt. Die ist rot. Ja, das Ding muss raus, das ist eine alte Standheizung, die brauchen wir eh nicht mehr. Das ist definitiv der Batterieplatz. Das einzige Doofe daran ist halt, aber so ist wahrscheinlich auch ein Kühlsystem. Das wird die nicht sein, glaube ich nicht, Alter. Hat ein, meinst du echt, da hat ein 6-2er V8 Diesel drin, Alter? Ja, das startet einmal, das ist ein anderer nicht. Ich weiß nicht, aber gut, das ist am naheliegendsten. Du darfst doch nicht vergessen, das ist die Rallye-Ausführung. Da muss jedes Kilo gespart werden. Du kannst mit so einer Batterie nicht viel gewinnen. Genau, die Rallye-Ausführung, Alter, so sieht doch aus. Muss leicht sein, ne? Das ist die Gurken-Ausführung. Warte, wer warst du? Wer warst du, Alter? Mit Mercedes-Schellen festgemacht. Das ist ja ein Ding. Oha, hier. Sehr dicht auch, Alter. Ja, aber die ist eh eine Arsch, ja, das ne? Ist, das ist sowieso. Wahrscheinlich nur Wasser, oder? Das ist sowieso total egal, das Ding. Das Ding fliegt sowieso raus, ne? Ja. Wir brauchen eine Standheizung in so einer Karre. Guck dir das Ding mal an. Oh ja, da kannst du sowieso nicht mit Stand heißen. Die Hälfte fehlt doch. Was ist das hier? Das sind Sicherungen. Da ist irgendein Steuerteil. Das ist für die Ford-Lü-Anlage. Das hat der K30 auch mal gehabt. Das ist eine Batteriehalterung, ja. Aber der Größe. Das ist eine sehr kleine Batteriehalterung. Das muss ich auch zugeben. Sehr klein, aber und vor allem, wenn die Standheizung da eigentlich drin liegt, ne, die kann ja nicht auf. Alter, wie ist so? Das ist doch. Was ist das denn? Das hätten die so einen riesengroßen Haufen da reingeschmissen. Vor die Steuergerät, glaube ich. Steuergerät. Für dieses Ding hier oder was? Schätze ich. Nee, für die Fortlehreinheit. Oder für das Ding, kann auch sein. Heller, aber das ist ja kein. Naja, das macht das nicht zusammen. Ja gut, stimmt, Heller kommt nicht hin. Alter, Heller kommt nicht hin, aber hast du recht. Aber da oben steht Webasto. Das ist für eine Standheizung. Stimmt, oh, Standheizungssteuerung. Da steht Webasto, der Rest. Das ist die Steuerung von der Standheizung. Beziehungsweise E-Basto noch. Wir haben ja auch den Strom für die Standheizung hierher geholt. Ich glaube nicht, dass hier die Batterie drin verbaut ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein großes Auto so eine kleine Batterie hat. Ja, das ist schon krass, ne, aber... Nein, glaube ich auch. Also pass auf, das ist die Batterie. Ja, fähr ich eine Fahrradbatterie. Alter, eine Lichtmaschine! Ja, hast du nicht gesehen? Nee. Ja. Mit Halterung! Ich hab die letztens gesehen. Aber habe ich nicht so ganz so. Jetzt quetscht er wieder ein. Da habe ich gar nicht so. Weißt du? Ja, wie ein K30. Ja, ja. Das ist gut. Da liegen schon mal 200 Dollar. Das ist mal gar nicht mal so übel. Das Auto ist schon krass, ne? Aber. Das Ding hier zum Laufen zu kriegen, Alter, das ist ein Königswerk. Sag dir, wie es ist. Das ist eine richtige Katastrophe. Weil das so richtig groß, fett und total verbaut ist. Weißt du, ich glaube, beschissener als hier, ne? Kann man V8 nicht in ein Auto einbauen. Ja, ein köstliches Mahl gehabt. Hat auf jeden Fall mal ein Viech drin gewohnt. Fürstlich gespeist. Der hatte Bock. Das sehe ich auch. Auch die ganzen Dinger hier. Pass mal auf, jetzt kommt das Wildeste hier in dem ganzen Auto. Hier. Ja, das habe ich gesehen. Da weiß ich auch. Ganze erste Dachhimmel hängt runter. Der muss komplett leer geräumt werden. Auch der Dachhimmel muss raus. Dann ist er nicht mehr ganz so schlimm. Wenn er ein bisschen weniger schimmelig ist, dann ist er nicht mehr so übel. Gut, ne? So ein Daily, den kann ich mir einfach von 3 Tagen zusammenbauen. Der läuft doch sicherlich jeden Tag. Was
die ganze Zeit machen. Was ist das denn? Ach so, das ist das, was er gebaut hat. Der hat einen Kühler für das Getriebe und der hat sich den auf den Stecker gesetzt. Der hat einen Kühler fürs Getriebe? Ja, wenn es zu heiß wird, dann kann man den mit der Hand so, hat er so gebrückt, hat er erzählt. Dann haben wir gerade. Naja, läuft. Die Idee ist ganz witzig. Da kommen wir auch fest einfach mit einem Schalter. Max ist auch dabei. Max ist immer dabei. Die Aircondition, Max. Oh, hier unter geht's eigentlich. Guck mal. Das ist neu. Aber mit dem Ding tauchst du da durch, das ist gut. Hier, tauchst du da. Wie heißt das denn? Ja. Dingsensauger. Ja, genau. Hier meine ich. Tauchst du da. Ein bisschen besser kochen. Lass mal gucken, dass wir das Getriebe rauskriegen, dass wir das auf den Rollwagen schmeißen hier. Oh, ich hab grad so viel zu tun. Scheiße, weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Oh. Hier vielleicht? Nee. Hier ist auch nochmal, hier war eine Standheizung drin. Guck mal die Löcher an. Das sind die gleichen, wie wir bei der dicken Dingsen eingebaut haben. K30. Ja, ja. Da haben sie die. Ja, die Karre ist schon wild. Auch dieses Holz, warum ist hier Holz drin? Da war wahrscheinlich mal ein Bett reingebaut, denke ich mal. So ein Bettgestell das oder sowas. Das könnte sein. Schätze ich. Verdammt so aus. Aber ich brauche kein Bettgestell. Ich will damit einkaufen fahren. Ach so. Hier, weg. Ausgebettet. Vielleicht können Sie das so rummachen. Ich habe das denn hochgehalten, weißt du? Ja. Ah, die Karre, die ist schon echt wild in den Arsch. Kannst sagen, was du willst. Die ist echt in den Arsch. Aber wenn das fährt, ist das geil. Aber du, wenn es fährt. Wenn es nicht fährt, ist das nicht so geil. Also hier sind auf jeden Fall auch keine Batterie-Dings drin. Meinst du, da unten am Boden? Das können wir auch nicht vorstellen. Nee, vorstellen kann ich mir hier ganz viel nicht bei der Karre. Hier der Böller, Junge. Das Ding ist wild, ne? Die Rakete hier. Das ist die Alarmanlage für den Fall. Schade, dass die nicht mehr funktioniert. Haben die mit ihm abgefeuert. Mal so aus reinem Interesse. Das ist kein Dings mehr dran. Kein Triebsatz. Schade. Nee. Ausgetrieben. Hier die Lampe, Alter. Guck mal, der Klammer mit dem Zigarettenanzünder dran. Google ist noch da. Guck mal. Oh! Piu! Buff! Was machst du die Kugel? Können wir uns aber Rad sprengen? Ja, mit Bremsenreiniger bestimmt. Oh! Ja, das Bändchen ist ab. So? Ist es das Bändchen? Nee, oder? Das ist doch unten an dich drin. Hier. Das ist die Zündschnur. Das ist klasse Zündschnur hier. Die ist richtig lang. Das wird's noch mehr. Die ist richtig lang. Red, white, red, white and red. Wieso? Red, white and red. Ach, rot, weiß, rot. Rot, weiß und rot. Achso. Das knallt ganz gut. In rot, weiß, rot. Aber hilft mir alles nichts. Ich muss das Getriebe eben rauspulen. Ja, ich seh dich, das schon sprengen, ich weiß. Aber ich bin dabei. Die ist auch geil hier. Zack. Mal auf den Finger drauf. Max, du kaufst die Scheiße nicht. Batsch. Scheiße, Alter. Aber egal, wenn man ganz ehrlich sieht, das Getriebe, was dabei ist, das kostet eigentlich, wenn man das vom Wert gucken würde, so viel wie das Auto, was ich bezahlt habe dafür. Ich kann nicht meckern. Das wäre das dritte Getriebe für den hier. Ja. Aber es würde nur funktionieren, wenn das in den Arsch gehen würde, weil sonst würde ich es eh nicht tauschen. Beste Getriebe, was man fahren kann im Ami eigentlich. Oh, bewegt sich. Viergang mit Overdrive. Das bewegt sich sogar. Oh, ein Pontiac rein, das Ding. Das passt, glaube ich, nicht an den Pontiac V8. Also sogar hier Lappen 4.9er. Da nichts rein. Das ist geil, nicht schlecht. Damit kannst du aus einer Saufkuh eine richtige Sparbiene machen, als Einspritzer. Ja. So ein Ding da rein, also, dass der reinbastelt, das Ding. Hast du Viergang Overdrive, fährst auf der Autobahn, 120 Dreher bei 1400 Umdrehungen. Da kannst du, braucht nichts, das Ding. Also immer noch viel, ne? Aber für das, was es ist, verbrauchst du nicht mehr viel. Was ist das denn? Geh ja noch weiter. Eine kanadische Mittelkonsole gefunden. Steht Kanada drauf. Geil. Wird immer wilder. Was ist das? Ich noch nie gesehen. Was das hier ist? Guck mal. Da hat man einen mit richtig viel Verstand gebaut und richtig aufwendig. Das hat mal einer richtig so aus Edelstahl geschweißt. Aber was ist das? Also Edelstahl, richtig.
richtig, ne? Das ist richtig gemacht, aber richtig gut. Aber dass der Edelschweiß speisen kann, der Vorsitzer, hat man schon gesehen, wenn man den Auspuff anguckt. Der ist echt auch ein Top-Auspuff, ne? Der ist wirklich, der ist richtig geil gemacht. Weiß ich, was das ist? Keine Ahnung. Alter, Mats, weißt du, was das ist? Schreib mal in die Kommentare. Mats heißt der Vorsitzer von dem, also heißt der Sohn von dem Vorsitzer von dem Auto. Ja, sehr, aber also, wenn er das weiß, dann sind die das. Und ich weiß nämlich nicht. Ja, ist interessant, ne? Content? Nicht, dass das irgendwas Sexuelles ist, du. Oha! Kann sein! Hier, guck mal hier. Der Kanister ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, was da soll. Nur mal Öl drin, SAE50, und ist aber leer. Aber geiler Kanister. Content. 25 Liter. Aber Castrol, Alter. Castrol geht klar. Nee, auf jeden Fall nicht. Hier ist aber ein schönes illegales Klimamittel drin. Was natürlich Sondermüll. Und wird von uns auch als Sondermüll behandelt. Das finden wir niemals auf dem Auto drauf. The Burma Oil GmbH, Deutschland. Guck dir das an. Ey, ist das geht. Ach, cooles Teil, ich feier das Ding. Das Ding ist echt cool. Ich hab noch nie so einen gesehen, tatsächlich. Nee, ich feier ich total. Ja, was ist da drin? Ja. Ein Deckel. Ja. Na du. Auf jeden Fall ist er leer. Aber wieso ist er denn leer? Wenn er voll wäre, hätten wir wieder schon Öl. Aktuell haben wir überhaupt kein Motoröl mehr. Wir müssen irgendwas kaufen. Ja, es ist Leichtlauföl. Das riecht natürlich auch nicht so viel. Das gehört zum Motor, da kann hier drin bleiben. Da sind noch E-Fenster drin. Verstehe gar nicht, wo man Fenster kurbeln, einfach mal auf E-Fenster umrüstet. Die sind fett, ne? Komm mal. Lieber Fensterkurbel als E-Fenster. Ja, finde ich auch. Aber hier, die Motoren sind nicht schlecht. Die kann man wieder für den anderen Ami missbrauchen. Ist auch wie so ein Tüdel. Die ganze Kiste ist ein fahrendes Stück Tüdel. Ja, ja. Kannst sagen, was du willst. Überall getüdelt. Hier, hol die Markus mal raus. Ein Tüdelomat. Guck mal, 20 Jahre, 10 Jahre, da war eine Kiste hier drauf. Was ist das denn hier für ein Zeug? Okay, jetzt wird's wild. Was ist hier im Regal denn drin? Hunde und Katzen, Ungeziefer-Sprayer. Für den Fall der Fälle, Alter. Ah, hier ist das Teil, was auf die Tüte. Ah. Es wird ein Schuh raus. Alter Schwede, was ist ein Getüdel hier? Oh, das Schild ist geil, das GMC-Schild. Was eine Karre, Junge! Aber ich habe immer noch keine Batterie. Hier, einiges der Teppich hat relativ gut erhalten. Es könnte sein, dass er eine Klappe hat im Boden dafür oder irgendwo. Scheiße, ist da vorne. Ja, sieht bisher so aus. Auch wenn es ein bisschen. Was ist denn hier noch unter, Alter? Wird immer wilder. Hier. Wer ist er denn? Hier ist auch ein Loch unten drin mit einem Tüdelband dran. Das Tüdelband hängt sogar aus dem Auto raus, ja? Hängt aus dem Auto raus? Ja, unten raus. Was ist dieses Tüdelband hier? Kannst du das sehen? Warte, jetzt. Das Tüdelband hängt aus dem Auto raus. Ha! Flupp! Das war irgendwie hier durchgezübelt. Was ist das? Das hängt irgendwie mit diesem Gurkengerüst da zusammen, was wir da haben. Dieses komische Sadomaso-Sexspielzeug. Da Ding. Ja, schöne Gewindestangen. Auch VA. Hier auch noch eine Kurbel. Übrigens hier, YouTube hat seine Richtlinien geändert. Ich kann jetzt ein bisschen mehr Beleidigungen einbauen. Da habe ich erst eine E-Mail für gekriegt. Praktisch, ne? Ja, korrekt. Die sind in Ordnung. Endlich können wir wieder ein bisschen fluchen. Was steht denn hier drauf? Wieland Designs. Aha, Daniel hat seine Hände im Spiel. Ich verstehe. Black Pearl, Alter. Das ist mehr als Black Pearl. Der Dachhimmel. Aber der Dachhimmel raus ist, ist es gar nicht mehr so ranzig, nur halb so ranzig. Ja. Dann haben wir nämlich eine Decke. Guck hier. Ja, mit Matten das halt. Weg. Aber das sind so Pieksdinger, ne? Hab ich auch gerade gemerkt. Richtig wild. Hängen wir eben da. Kann ja nicht sein, aber es ist so blöd, sind die Batterie zu finden von der Karre. Außer vorne. Das kann ja bisher ist ja nur was vorne. Du, was das da ist? Ja, aber es ist so klein, Alter. Weiß ich nicht. Guck die Batterien von K30 an. Das ist der gleiche Motor. Der ist aber ein Militärfahrzeug. Ja, gut. Und der hier hat der. Gut, der hat auch so eine NATO-Dose vorne gehabt und so was, ne?
Das stimmt, der hier hat das nicht. Ja, schon ganz das hier ist ein Burgenfahrzeug, das ist was anderes. Der Teppich wird immer schlimmer, Alter. Guck mal, was hier so alles liegt. Ist das ein Schmetterling, habe ich gefunden, jetzt gerade hier unter. Oh, die arme Sau. Oh, du Kleiner. Chevrolet, hier, Chevrolet G20 oder GMC Vandura? G20 oder GMC Vandura. Ja, irgendwie ist er nicht so ganz drauf, der Schmetterling. Das ist ziemlich abgeschmettert. Arme Sau. Das ist auch nicht so ganz an der Temperatur. Und ich hole ihn da einfach weg, weißt du, unter dem Dings. Aber abhält sich ein bisschen. Guck mal, ein bisschen Zuckerwasser für ihn. Aber Fakt ist, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwie den Scheiß hier voneinander kriegen. Weil der Teppich, der kann ja nicht drin bleiben. Auch der Hauptteppich nicht. Der braucht auf jeden Fall noch meinen Bruder. Das Ding ist schon richtig, aber das sieht der, wurde benutzt. Bis er nicht mehr konnte. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, Alter. Gar nicht. Überhaupt nicht. Es wird immer schlimmer. Was erwartet mich noch in dem Auto? Bäh. Hat Dings eingegeben hier, wenn Dings nicht. Na, wenn der Astro die da hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Vandura die da auch hat. Ja. Da müssen wir den ganzen Scheiß da mal auseinanderbauen. 25, wo ist die Batterie? Haben wir einen Rohrverbinder, mit dem wir hier ein Rohr in diese Standheizung zwischenstecken können? Ja, dass wir die brücken können? Ja, das ist sie, okay. Hast du mich überzeugt. Können wir nicht hier was tüdeln, hier was mit irgendeinem so Rohr, dass wir dazwischen stecken bei der Standheizung? Die Standheizung das mal rausnehmen? Nur wegen dem Wasserkreislauf. Müssen wir brücken, die Scheiße. Das geht's nicht. Oh, das ist so ein Getriebe. Das sind die Leitungen, die aus dem Getriebe rausgehen da vorne. Links und rechts, rein und raus. Müsste ein Ölkühler sein fürs Getriebe. Ist ganz cool. Ich habe schon die Hoffnung, dass solche Leitungen auch bei dem Plymouth sind. Weil da ist so nicht gefahren, dass ein Öl gepisst hat. Habe ich ein bisschen, dass das da vielleicht daran liegt, wenn wir Glück haben. Könnte sein. Ja, aber das ist ja eine andere Baustelle. Das ist gerade nicht diese Baustelle. Ich suche gerade die Lage des Anlassers. Wahrscheinlich wird das ein Problem sein, das Ding überhaupt zu finden. Die ganze Karre muss dann hoch. Wir sollen erstmal gucken, was es funktioniert und Strom drauf machen. Ich habe Gordon das losgeschickt, der hier jetzt einen Schlauch besorgen, irgendwo aus dem Lager, eine Metallleitung, irgendwie so, vielleicht so dick, dass wir erstmal den hier brücken, dass der da hier dazwischen, der für den Wasserkreislauf trotzdem noch geschlossen haben, weil die Standheizung muss raus, weil die Batterie sitzt tatsächlich, so wie es aussieht, hier. Das ist ein ziemlich beschissener Platz von der Batterie. Da bei den Eicheln. Aber wir müssen erstmal Strom drauf machen. Öl ist drauf, ich würde gerne mal gucken, ob der überhaupt orgelt. Wahrscheinlich wieder nicht orgeln, weil, ne? Ist ja logisch, aber wir gucken mal. Was sagst du? Feuerzeug vor Atem hält, das da gucke ich in Flamme, Alter. So brenne ich schon wieder. Alter. Und das, obwohl du gar kein Jungs mehr ist, wa? Zur Zeit? Ja, ich weiß auch nicht, Alter. So. Vielleicht musst du wieder mit anfangen. Junge, was eine Karre, ey. Alter Schwede. Oh, guck mal, die hat einen Getriebeölkühler, habe ich gerade gesehen. Ne? Mit einer separaten Leitung, die außen rangeht. Wenn wir Glück haben, ist sie beim Plymouth auch in den Arsch. Könnte sein. Mhm. Dann haben wir gewonnen. Hat ein Getüdel. Naja, ich. Plümpf! Ja, das ist echt. Das musst du erst mal, wenn du das Wort liest, was du hier nie gehört hast. Da sprichst du 100 Pro falsch aus. Temperaturgeber und sowas. Oh, hier, Alter, hier ist der Rest der Standheizung. Ich hab die Standheizung gefunden. Hier, da ist der Rest. Ja, brauchen wir nicht mehr, ne? Vorbei. Aber im Moment ist die Karre damit vollständig. Hör gleich alles raus. Ja, vielleicht, wenn das jetzt erst reinkarren muss. Mit dem Wagenheber oder was. Ich brauch diesen ganzen Scheiß hier jetzt ja nicht. Aber wird langsam besser. Wollen wir den Dachel mal runterholen? Lassen wir das erstmal. Jee. Wir haben ein Viech oben drin gewohnt, im Dachel. Original, schwör ich euch. Ja, sag ich dir, das ist locker hier, weil die überall Stücke vom Dachel in der Karre. Da hat locker ein Viech drin gewohnt. Und dieses Regal mit dem Funkgerät, Alter. Kaiser Autofunk. Das gute Kaiser. Roland Kaiser.
mal hoffen, dass hier so ein Teil dabei sind, keine defekten Teile sind. Weil dann können wir die Karre eigentlich vierschallig wegschmeißen. Was jetzt lieber ein Arsch ist, Happy Birthday. Obwohl das relativ schnell eingebaut. Das sind ja nur ein paar Schrauben, ne? Wenn man so guckst. Bleibt beim Pontiac vor. Ja, dasselbe Scheiße. Einmal eben alles ausbauen. Erstmal das hier einlagern. Erstmal irgendwo hin, wo ich es wiederfinde. Mal gucken. Wenn das funktioniert, das alles, kommt das hier in eBay. Sehr schön. Glaube ich aber nicht. Irgendwas wird passieren. Irgendwo kommt noch so ein hier vorgesehenes oder vorhergesehbares Ereignis. Oder so. Typisches Gurkenleben halt. Ekelhaftesten ist dieses rote Klebeband, weil der mal vor 20 Jahren mal irgendwie rangetüdelt wurde und sich halt nicht verändert hat. Ist voll alt geworden, backig, ekelig. So, wir gerade ein Messer, schneidet mal auf und dann müsste ich eigentlich an die Plusleitung rankommen. Dann kommen wir mal über unser Starthilfekabel mit der Klemme, die wir haben, mit der Batterie. Mal gucken, ob wir da Strom drauf kriegen. Masse können wir ja über die Karosse holen. Ja, und dann müssen wir schauen, was er macht, wenn der Saft drauf ist. Ob der Anlasser was tut, das ist ein bisschen mindestens das, was ich heute wissen will. Der Anlasser müsste den Arsch, also laut Aussagen des Verkäufers ist der ein Arsch. Ne? Aber ihr wisst ja, wie das ist. Dann probiert er vorher einmal aus. Das kann ja auch manchmal eine Gurkenursache haben, weißt du? Eine Gurksache oder so. Toll, nagelndes Messer, kein gebrauchtes. Schauen wir mal, bin gespannt. Wirklich gespannt. Das ist ein bisschen so. Also, ich sage euch ehrlich, wie es ist. So schnell sehe ich ihn nicht auf der Straße. Ich glaube sogar fast, dass der Plymouth weniger arbeitet, das ist das Ding. Aber der Plymouth, der hat halt keine Daily Abilities. Diesen hier könnte man sogar als Daily reiten. Deswegen wird der sehr interessant. Weil der hat eine Wohnmobilzulassung. Das heißt, Steuern, die töten dich gar nicht mal so bei dem Teil. Oh, das ist alles Schlauch, ne? Da haben die mal einen Schlauch hier hingelegt. Waren gar nicht wir. Und der ist schon voll kaputt und so. Liegt immer am Weg und keiner räumt den weg und furchtbar. Hier, das ist meine Baustelle gerade. Das hier, das freizulegen. Das ist nicht so toll. Meinst du nicht? Guck mal. Also ich würde sagen, hier ist die Batterie nie drin gewesen. Also original war die hier drin, wegen der Halterung, ne? Aber die haben die umgelegt, die haben sie irgendwo anders hingebaut. Ob der einen Kasten unterm Auto hat, die Kabel da runterhängen, weil da vielleicht dieses Seil damit zu tun hat. Vielleicht ist da dieser Kasten, dieses Halterungsding da, die Batteriehalterung, Gordon. Pass auf, das kann sein. Batteriekasten unterm Auto gebaut und da haben sie diese Halterung für gebaut. Da müssten die Kabel hier hängen. Komm da mal drauf, Alter, was wirklich so ist. Alter, hier hängen Kabel. Hier hängen Batteriekabel. Guck. Hier. Da. Da. Ja, dann hängt der Kasten unterm Auto. Haben sie so eine Halterung gebaut, dass die Batterie unterm Auto hängt? Wie ist das? Hiermit kannst du die festschrauben. Ja, genau. Und dieses Tüdelband ist so ein Zwischentüdeln. Dann haben sie beim Abstand die Batterie ausgebaut wahrscheinlich, damit die nicht in den Arsch geht. Ja, hier kannst du die festmachen. Ja. Besser? Gar nicht mal so blöd eigentlich. Also du kannst eine große Batterie einbauen in das Auto, das wo du auch deinen Campingstrom mit hast und so. Das ist aber auch der Hintergrund, denke ich mal. Und deswegen haben die das auch so schön zugepanzertaped da. Heißt schön, die haben es halt zugepanzertaped. Die Frage ist jetzt nur, welche Pole klemmen ist welche? Wo können wir die Batterie auf den Boden klemmen? Das geht ja auch. Das ist ja egal für uns. Und deswegen haben die hier das Kabel auch verlängert. Natürlich total gurgig verlängert, aber ja, never touch a running system, ne? Sieht richtig witzig aus. Bisschen aufpassen, dass ich die Masse schlägt. Und da haben sie den Platz für die Standheizung genommen. Das haben wir mal erzählen können, wäre nicht so ein Gefummel gewesen. Wollen wir die mal anklemmen? Einmal Performer, mal gucken, was passiert. Wenn Lampen angehen, wenn wir die Faltköderung anklemmen, dann müssen die Lampen eigentlich nicht angehen. Das ist die einzige Idee. Wild, Alter. Richtig wild. Was machen sie vom Rost her? Rostig. Hab? Die Kante hier vorne habe ich auch gesehen. Die sieht nicht so gut aus, aber das war nicht durch. Der Auspuff ist geil, guck mal den Auspuff an. Wie geil der gemacht ist. Der Auspuff ist Porno. Alter. Der ist echt Porno. Also der ist wirklich schön links und rechts raus. Also da haben das ist der Hammer. Gegeben, das ist eine Hammeranlage. Ohne Scheiß jetzt. Alter, der wird verdammt nochmal laut sein. Der wird richtig geil klingen. Was sind das für Schalldämpfer, Alter? Da kann man ja drei rausmachen. Die Karre, Alter. Der Motor ist erstaunlich trocken. Der ist trockener als der K30. Das ist das Einzige, was er hat an Schalldämpfer, diese Dinger. Ich glaube ja.
Wer weiß, was drin ist, ey. Wahrscheinlich stecken da ein paar Gurken drin. Ja. Aber er hat immer so TÜV gekriegt, sagt er. Funktioniert. Die Frage ist jetzt, was unser TÜV dazu sagt. Geil. Aber ich finde den Unterbogen gar nicht mal so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Die Kanalwelle ist fett, ne? Ja. Fette Kiste. Da kann man sie zu sagen, Alter. Das ist ein dick, fettes Ding. Aber es sieht nirgendwo durch aus. Ich kann ein paar Stellen finden, aber... Der sieht gar nicht mal so übel aus. Die Stoßdämpfer, Junge. Das ist ein LKW. Fuck, Alter. Das Ding ist ein fucking LKW. Mit dem Motor und so. Krass, ne? Hier, kipp dir mal eben Strom an, Alter. Kipp mal die beiden Pole an. Musst du eben reingehen, die Zündung anmachen. Mal gucken, was passiert. Die sind schlauer. Wir können auch einfach den... Kommen die beiden Pole? Kommen die an Masse dran irgendwo? Nee, ne? Nee. Lass den kurz gucken, dass sie nicht... Kommen die nicht? Dann lass den oben dran nehmen und Masse über die Karosse holen. Wie? Können da oben an diesen komischen Klemmdings da rangehen. Den Verlängerungsdings. So. Kommen wir auch plus mit holen, über die Klemmen. Ja, wenn wir die so hängen lassen, passt das, ne? Wildes Auto, Alter. Komplett wild gebastelt, das Ding. Der könnte von mir sein. Und ich kann wetten, der Kollege vor mir, der kam auch super klar mit dem Auto. Nur halt wir jetzt nicht, die keine Ahnung von dem Ding haben, weil wir nicht gebaut haben. Überhaupt nicht. Junge, was ein Auto. Katastrophe. So, jetzt haben wir Strom drauf. Der hat sogar lustige Tankergeräusche gemacht schon. Ich stelle ihn mal auf P. Passiert da was? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, Anlasser tut nichts. Gar nichts. Aber ja, klar, deswegen ist er neuer dabei. Aber du hast auch dieses Ford-Lyre-Relais, das geht hier noch, hör mal. Beim K30 ist gedrückt. Klick. Klick. Ist das? Keine Ahnung. Kupe geht auch nicht. Blinkt der? Ja. Siehst du? Leuchtet der? Siehst du, der ist ja gar nicht mal so schlecht. Auf der einen Seite nicht, mehr oder Standbild, auf der anderen Seite, ja, scheint hoch und runter. Das ist auch gleich wieder. Nee, jetzt nicht. Nö, das ist Harburg. Jetzt scheint es nicht mehr runter. Da muss er erstmal wach werden. Ja, aber er brennt nicht. Das ist schon mal ganz gut. Hinten geht auch Licht. Ja, los geht's. Was ist das Problem? Lass uns los. Auf geht's. Passt doch. Ja, nächste Baustelle ist der Anlasser, ne? Und dann müssen wir gucken, wer diese Leitung. Und dann meint er irgendwann, dass er hier keinen Diesel zieht. Kein Diesel zieht. Das hat er den ja nicht oben nackig gemacht. Ich gehe mal davon aus, die haben sich mit einem rumprobiert und wahrscheinlich ist beim Probieren der Anlasser in den Arsch gegangen oder sowas. Könnt ihr mir vorstellen. Ah, piepen, das kann er schon mal. Und Tankanzeige meint, der Tank ist übervoll. Die funktioniert sicherlich gut, die Tankanzeige. Übervoll? Ja, der wird sicherlich gut funktionieren, die Tankanzeige. Finde ich gar nicht. Das ist eine Flirre geworden. Hier, Scheibenwischen tut er auch noch. Ja, das ist schon fast. Der hat gar keine Gummis mehr, Alter. Der ist so fritte. Ist ja schon fast sicher. Kratz. Oh, der hat eine Scheibe. Oh. Oh, Mann. Aber es lebt noch irgendwie alles in dem Ding. Das geht auch noch. Da kann man aufhören, jetzt auf der Scheibe rumzukratzen. Dafür bin ich mir nicht ganz lieb. Aber ich wollte halt probieren. Ich kann auch mal ein bisschen mit dem Schalter hier spielen. N geht da gar nicht an. So müssen wir da eigentlich starten. Ich tue mal so ein bisschen die Bremse. Ja, Tankanzeige. Das ist eine Batterieanzeige. Nee, die ist übervoll, die Tankanzeige. Siehst du? Da kommt nichts. Aber Bremse nicht geht. Siehst du, wie die wieder schwankt mit der Bremse? Wie ist das? Guck mal. Klick. Guck mal, wenn man das Vorderrelais schaltet. Klick. Mhm. Klack. Mhm. Was hat denn für ein Schalter hier? Hm. Aha. Hast nee, du doch nicht. Ladedruck? Öldruck. Ladedruck. Tatsächlich. Gut, dass der jetzt piept, wenn man den Schlüssel abzieht. Ist überhaupt nicht nervig. Jetzt von ihm. Oh, Junge. Da kriegst du die Krise. Ich fahr da mal nach Hause. Ach, Licht ist ja an, warte. Aha. Ach, hält die Klappe. Schön. ZV ist im Arsch.
Ist klar. Ist das nicht für die Fensterheber? Nee, Lok. Fensterheber gibt's die manuellen. Ach, hängt genau daneben, Alter. Das Funkgerät? Ja. Yeah! Ja. Rausch einstellen, mal gucken. Guck mal, die Kanäle müssen durchtüdeln. Antenne hat er ja, ne? So. Antenne müsste das ziemlich lang. Ja. AM. Geht da weiter. Batterie, guck mal, hier weiter geht auch noch. Top Karre! Also, ja. Also, wirklich. Code! Wir haben keinen Code. Ja. Das Radio wird auch 100% drin bleiben. Das ist genau so ein Radio, wie ich in meinen Autos immer fahre. Was ist das denn? Die schwarze Pappe. Auch geil. Hier, Betriebsanleitung, alles gut. Ja. Wir sind gerettet. Kopiert und zusammengetüttelt. Was ist das hier? Das, oh, hier ist die Anlage für das Radio, Alter. Guck mal. Guck mal, da ist der Code. Ja, aber gut, aber das brauchen wir gar nicht machen. Das Radio ist eh Müll. Guck mal hier. Der Motor. Techbook. Für den Motor. Ein Haynes-Reparaturhandbuch. Und hier ist nochmal. Oh, das klebt schon auf dem Turmbrett fest. Alter, guck mal, wie oft das benutzt hat. Guck dir das mal an. Mit den Dingern da drin. Ja, ja. Das hat er mehr als einmal gebraucht bei der Karre, Alter. Ich will nicht wissen, wo der schon über runtergespult. Also, der zeigt 40.000 Meilen an. Ich schätze mal 240.000 Meilen oder so. Heizung im Heck, Klimaanlage im Heck, Junge. Ja, die haben viel. Das fehlt bei dem alles halt. Guck mal, so wie die mal aussahen, wenn die gut waren. Guck mal so. Ja, ist ja schön, ne? Oha. Sprechen wir uns. Wir gehen auf Kanal 9. Das hat er auch hier, wa? Tempomat und sowas, ne? Hat er alles, ja? Sonderausstattung, ja, hat er alle. Hat er aber. Haben die aber eigentlich alle. Die Karre ist schon wild, ne? Das ist dieses hier selbstgebaute Ding hier, was hier einfach so hängt. Ja. Das ist genau das, was du in deinem Leben brauchst, ja, wenn du unterwegs bist. Aber irgendwann fliegst du schon mit der Birne gegen. Genau, genau. Alles, was geht. Der sagt gleich, oh, hier. Guten Morgen, ja, perfekt. Perfekt. Wer ist er denn? Hier, für Jody, mit Spielen. Hier, ich das so Tine so zeige, guck mal, für Jody zum Spielen. Was ist das denn? Teletubbies am Start, Alter. Lüftermotor. Alter, geht auch noch. Also für eine Ami-Gurke ist er gar nicht mal so ranzig. Erste Stufe müsste eigentlich auch was machen. Kannst du mal eine Zündung anmachen bei dem, ja? Dass wir immer eine Zwischenstufe haben, der Bock. Was ist das denn für ein Kaugummi hier? Was? Motor, achso, Motor. Okay. Er hat alles. Das ist eine Luxuskarre, Alter. Junge, aber er ist immer die Rallye-Variante. Da können wir wenigstens Rallye mitfahren. Aber der Auspuff ist echt ein Traum von dem Auto, Alter. Dann sag mal, du willst, ist echt schön gebaut. Weil da kann man einen guten Teppich vom Pogo vortragen, der Wagen. Ein ziemlich ranzigen. Guck mal, das ist alles Fritte, das muss alles ab. Ah, das Auto selber ist schon wild. Willst du nicht so hart anfassen? Ah, jetzt bräuchten wir nochmal unseren Praktikanten. Ich hätte einen guten Job für ihn. Oh, hier. Wer ist er denn? Wer in den, der lacht hier einfach so rum, nach hinten geht das Kabel. Standheizung vielleicht für den Anschluss vorne oder so. Was macht der nochmal? Interieurlights on Auto. Geht da außen irgendwas an, wenn ich Licht anmache? Die Dachdinger, leuchten die eigentlich? Diese coolen. Warte mal, ich krieg das Ding nicht gestartet. Warte. Hier gibt es auch wieder einen Trick für. Dann werden die da irgendwo in einer dieser Spackschrauben hier dann den Schalter versteckt. Ach, Funke geht. Gute Kaiser.
Schade, dass er nicht startet. Das muss ich mir nochmal beibringen. Einmal überlegt, was der schon so alles erlebt haben muss, der Wagen hier in seinem Leben. Ich glaube, der hat noch vor Deutschland schon hier, bevor der eine. Also scheint ein Importfahrer zu sein, weil er ausgenullt ist, ne? Von der Schlüsselnummer. Also der scheint wohl vor Deutschland schon ein hartes Leben gehabt zu haben. Finde ich mal so spontan behaupten. Der richtige Motor. 6,5 Liter, 6,5 Liter, 6,2 Liter steht ja gar nicht hin. Das ist der neuere ist. Guck mal auf dem Bild vorne. Hm? Andersrum. Da, siehst du? Das ist der neuere. Das ist, den ganzen 6,5er. Das ist ein 90er. 6,5er war der Turbo Power, den hier Peter an in sein Pickup drin hat. In sein Chevy da. Alter, was ein Auto. Aber diese ganze Scheiße erkennt man wieder. Hier, K30. Alter, Kühlsystem. Ohne Heckheizung. 24 Liter. Junge. Das nennen wir Ritter im Baden. Alter, ich sehe den schon laufen. Ich glaube, wenn er läuft, bremst er auch. Meinst du? Der lenkt und leuchtet. Und funktioniert. Ich glaube, der funktioniert, der Wagen. Technisch wird er funktionieren. Wenn er anspringt, wird er technisch funktionieren. Alles andere. Mhm. Außer so ein paar Gurkensachen, die man nicht braucht. Das ist eine typische Gurke. Der würde. Die man nicht braucht. Das ist eine typische. Alter Gordon, das ist eine typische Gurke. Das ist eine echte, die hat einer einfach Ewigkeiten gegurkt. Das ist so wie mein Trabant, nur nicht als Trabant. Ja, ja, das ist ja. Typische Obergurke ist das. Der ist gar nicht mal so scheiße. Die Reifen sind von, keine Ahnung, von M&S. 1990 so. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die sind vielleicht 10 Jahre alt, wenn es hochkommt. Also ich würde die noch fahren. Hauptsache nicht porös. Naja, Leute, das war jetzt unser erster Teil zu diesem Chevy-Van. Wenn mein Plan jetzt so aufgeht, kommt morgen eine Schrottplatz-Tour für euch. Und dann werde ich mal gucken, ob ich mich dann da beim nächsten Moment, wo ich in der Halle bin, noch mit dem Ding hier beschäftigen kann. Weil ich will den gerne mal aufbocken. Würde ich da ganz gerne mal den neuen Anlasser da reinknopfen. Und dann mal gucken, was er da macht. Na, DOT steht nicht drauf, die sehen nicht so alt aus. Bei dem sind die neue M&S-Kennung. Das Ding muss funktionieren. Das ist mein neues Baby. Ich sag jetzt schon, ich werde ihn noch hassen lernen, glaube ich. Fulda-Reifen sogar. Ja, Fulda sind gut. Fulda Yukon. Alles, was geht. So, haut rein. Bis dann. Alter. Kann ich nicht normal sein. Weißt du, so normal. Also andere Leute kaufen sich einfach ein Auto und fahren damit. Ich kaufe das da und dann hier freue mich, wenn es irgendwann mal fährt vielleicht. Und dann fällt das wieder auseinander. So wie immer. Also genau unser Lifestyle. So, haut rein. Aber geil ist das trotzdem irgendwie. Munter.